Eine Folge geht noch weiter in dieser Session. Ich weiß gar nicht, wie viel ich mittlerweile schon gemacht habe, aber wir gucken mal. Es geht weiter mit RimWorld und einem psychischen Brummen für Frauen. Jetzt könnte man vor allem hier bei den Aufgaben... Was ist vor kurzem erst passiert? Ich mache mal wieder so. Eine neue Rekrutin hat sich uns angeschlossen. Mrs. Karl Blöd. Fressattacke Ash. Ash hat sich durch die Vorrede. Sie geschah aufgrund von schlechter Laune. Das psychische Brummen. Ja, wir haben einen Brummen. Das nervt gerade die Leute total. Aber wir haben unser neues Mitglied, Mrs. Karl Blöd. Der geht es aber gerade nicht so gut. Warum auch immer. Ja, das Brummen. Und dann sehe ich Umgebung. Dunkel, hat eklige Nahrung gegessen. Mein Freund starb. Das geht aber in 1,3 Tagen weg durch Nest. Ja. Ach ja, Zeitplan müssen wir hier noch einstellen. Und zwar sagen wir, Mrs. Karl Blöd, du darfst eigentlich, warte mal, dadurch, dass es dir gerade so mies geht, darfst du eigentlich machen, wozu du Lust hast. Und sagen das. Und Anja ist ja auch eine Frau, die darf auch machen, wozu sie Lust hat. So. Unsere Esel holen das Holz dann schon. Ein Fehler in einer elektrischen Leitung hat sie kurzschluss gewirkt. Brand ausgelöst. Zum Ort springen. Ja, okay, das wird ja direkt jetzt wieder. Aber ist denn da das Kabel kaputt? Jetzt? Anja hat wieder mal die Stufe 17 in Pflanzen erreicht. Ist das nicht gut? Okay, nö, das ist egal. Es regnet. Da wird rausgeguckt. Die Sterne. Hier ist unser Teppich schon mal. Jetzt bin ich am Überlegen. Könnte den halben Raum mit Schieferplatten ausbegleiten und den restlichen Raum dann... Dass Anja jetzt unsere leckeren Mahlzeiten frisst, nervt mich. Naja. Genau. Ich brauche über 900. Ich habe 200. Ein wird Jennis jetzt wieder nicht gezähmt. Wie sieht's aus mit der... Hat die Schokolade? Nein. Fufu. Schokolade nicht gegessen. Dann gucken wir mal kurz. Zuweisung. Ernährungsplan. Ne, nicht Plan erstellen. Plan auswählen. Essen für Jennis. Schokolade ist auf jeden Fall etwas, womit man ihn dann... Ich könnte, wobei Stump, nee, der ist unser bester Wissenschaftler. Ich habe überlegt, ob ich jetzt gerade Mrs. Karl Blöd darauf einstelle. Aber nein. So, wir haben jetzt 607 Stoff. Also diese Anzeige kriegen wir, glaube ich, ständig. Was ist das hier nochmal? Langschwertplattenrüstung, genau. Hier war das Sturmgewehr bauen. Ne, den Helm. Dann wären das danach Mechanoiden. So, hier wird Holz gehackt fleißig. Dann haben wir jetzt auch wieder wie viel? 400, das wird. Die Esel, sie tragen. Seht ihr?
hier, warte. Zone erweitern. Beleidigungstour Wühlmaus. Wühlmaus hat seinen Wut auf Louis fixiert. Er wird Louis verfolgen und beleidigen. Dies geschah aufgrund von schlechter Laune. Der auslösende Faktor war verschwitzt. Warum bist du verschwitzt? Die Hitze ist richtig... Ach so, es ist warm. Ja, tut mir leid. Ihr könnt was dagegen tun, das ist euch schon bewusst, ne? Oh, die Frauen, denen geht's wieder gut. Ich lasse die jetzt noch ein bisschen agieren, wie sie wollen. Warte, wie sieht das hier aus? Kann ich sogar hier noch weg. So. Hier kommen ja Granitbrocken. Die gehen kaputt. Nee, die können nicht kaputt gehen. Wühlmaus hat sich Louis vorteil zu beleidigen. Wühlmaus ist nicht mehr auf Beleidigungstour. Was machst du? Gehst du noch Holz hacken? Warum geht's Louis so mies? Wurde beleidigt. 6 Mal. Oh Gott, wie viele Beleidigungen hat er denn rausgeballert? Innerhalb von dieser kurzen Zeit. Louis, hör auf mit Arbeiten. Geh schlafen, geh dich entspannen oder sonst irgendwas. Warte, Zeitplan. Du darfst dich auch entspannen. Sagen, geh dich jetzt einfach entspannen. Du musst nicht mehr in der Nassen herumrennen. Wo soll Feuer sein? Es regnet. Mir egal. Wühlmaus geht's natürlich super und Ash auch, weil die beide eine Katharsis haben. Denn Mescal blöd? Mit einer Schussnarbe am Bein, hat irgendwie nach unansehnliche Umgebung. Eindrucksvolles Esszimmer, sehr eindrucksvoller Aufenthaltsraum, luxuriös, gemütlich, völlig entspannt. Fast eindrucksvolles Schlafzimmer. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Mal gucken, wie es weitergeht. Ash futtert. Guck mal, wie die Esel sortieren. Mrs. Blöd, Stufe 4 in Pflanzen. Stimmt, die war doch da auch begabt für, ne? Bio? Ja. Eigentlich ist Mrs. Blöd echt gut. Ich würde mal sagen, ich mache so diese Reihe irgendwann noch fertig. Ja, ist gerade nicht so viel zu sagen und nicht so viel zu machen. Die Leute sind halt gechillt, kümmern sich jetzt gerade um alles. Die Frauen putzen. Wo brennt es? Auch da oben.
Felder sind echt das nächste Projekt. Ah, hier wird endlich weitergebaut. Hier werden Steine geklopft und hier werden ein Helm gebastelt. Gefängnisausbruch, Janis. Oh Gott. Körper. Du bist gut im Nahkampf. Sowieso. Also. Mrs. Blöd. Dahin. Ash. Eigentlich dahin. Mrs. Blöd auch. Wühlmaus. Du kannst zwar nichts, aber bitte hierher. So. Gefangene haben einen Ausbruchsversuch gestartet. Irgendwie haben sie es geschafft, das Türschloss zu knacken. Oh, Gefangene versuchen einen Ausbruch, okay. Ich würde Janis gerne irgendwie jetzt doch mal anwerben. Jetzt müssen wir ihm erstmal wehtun. Ach, unangenehm. Nur schlagen. Nee, halt stopp, du ja nicht. Wühlmaus. Klar, Janis ist weniger wert, weil wir ihm ein Bein abgehackt haben. Das sehe ich gerade. Ja, dann Mädels. Könnte Stomp. So. Es ist blöd, bist du denn so schwer verletzt? Nee, ne? Prellung, Schusslage. Janis? Ne, immer noch dasselbe, außer dass dir dein rechtes Bein fehlt. Aber wir haben 607 Stoff, ne? Dann. Was machen denn die Jungs gerade alle? Da wird repariert. Was haltet ihr denn davon, wenn wir bei den Böden jetzt doch schon mal sagen, Teppich bis hierhin. Mit 208 dürft man dabei sein, ne? Könnt ihr euch schön beschäftigen. Unser Produktionsraum zur Mechanoidenbasis. Pennen jetzt alle wieder. Ja. Dann ein wenig schneller. Laufrausch Wühlmaus. Dank seines hohen Stimmungswertes hat Wühlmaus eine Eingebung. Er wird die nächsten 8 Tage schneller laufen. Das ist doch gut. Ah, warte, zum Ort springen. Ich wollte was trinken. Mein Headspace ist hier echt immer nicht so cool, ne? Und hier irgendwie flubbelt es. Warte. So. Ja, ein bisschen. Müsst ihr jetzt mitleben. So. Hier wird gepennt, hier wird gebrannt. Mrs. Blöd ist vollständig geheilt, hier wird auch gebrannt.
Also bevor das hier... Ah, nein, stopp, dann müsst ihr es nicht. Abbrechen. So, es regnet, es wird jetzt aus. Ich müsste eigentlich in der ganzen Basis Fliesen auslegen, damit sie sich darin schneller bewegen. Das ist ja Laufgeschwindigkeit. Hier Laufgeschwindigkeit 87%, Laufgeschwindigkeit 100%. 100, 100. Forschung abgeschlossen. Info, Raumschiffstart. Ah, okay. Grundlagen des Raumflugs. Bau die strukturellen und tragenden Elemente eines Raumschiffs. Dies ist der. Okay. Forschungsmenü. Okay, wir könnten das. So, endlich eine Möglichkeit, von diesem Planeten zu fliehen. Vielleicht sogar eine Rückkehr nach Hause. Allerdings ist dieses Vorhaben auch seine Allerdings hat dieses Vorhaben auch seine Schattenseiten. Viele verzweifelte Seelen wollen von diesem Planeten weg. Schiffsreaktoren brauchen in der Regel 15 Tage, bis sie vollständig aufgeladen sind. Sobald du diesen Aufladeprozess startest, wird der Reaktor deines Schiffes eine Energiesignatur ausstrahlen, die noch tausende von Kilometern entfernt registrierbar ist. Mehrere Gruppen von Plünderern werden dich überfallen, mit einer Intensität, die man so noch nicht gesehen hat. Es ist auch bekannt, dass Mechanoiden, warum auch immer, von solchen Energiesignaturen angezogen werden. Diese Angriffe werden erst losgehen, wenn du den Reaktor deines Schiffes aktivierst. Aber wenn es losgeht, wird es heftig. Du benötigst Vorräte, Waffen und Verteidigungsmaßnahmen, um heil aus dieser Sache rauszukommen. Das ist der Grund, weil ich das schon wusste, dass ich hier anfange, so groß zu bauen. Ich werde nämlich dann demnächst hier überall Geschütze hinsetzen. Das ist blöd. Könntest du den... Nein, der pennt gerade. Ja, ich war gerade überlegen, ob ich jemanden dazu kriegen muss, hier was hübsch zu machen oder zu putzen, aber nee, ich putze jetzt schon. Vor allem müsste ich Bionik als nächstes erforschen, damit Jennis ein bionisches Bein bekommt, wenn er wieder in unsere Siedlung ist. Stufe 18, geistig. Der kann einfach kein leiden. Blätter gehen ja auch kaputt, ne? Oh, guck mal. Hihi. Ich brauche Stomp noch als Forscher, nicht als Koch. Sonst würde ich ihn als Koch losschicken. Alle pennen wieder, schön auf 3. Wilmos ist noch super drauf. Bedürfnis, Katharsis, mäßige Erwartung, völlig entspannt, luxuriös, gemütlich. Ja, wenn wir das noch mit dem Futter dann gedeichselt kriegen demnächst. 320 Stoff noch. Könntest du eigentlich... Geeignetes Essen verfügbar. Ich hab dir doch gesagt. Warte. Wenn ihr es nicht versucht, dann wird er auch niemals zu euch kommen. Essen.
Wenn wir jetzt üppig sagen. Dann lasse ich ihn halt bei üppig, aber dann dürfte ich ihm halt nichts Doofes geben. Was ist, wenn ich ihm was gebe, was ihm was beim Zähmen? Schokolade will er nicht. Was ist, wenn ich hier Beeren einsammle? Ernten. Haben wir hier noch irgendwo Beeren? Ja, Medizin müssen wir jetzt nicht. Beeren, 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 Beeren. Nee, nur die paar. Dann würde ich euch mal bitten, die Beeren, und dann kriegt ihr eines Beeren zu futtern, weil die tun, die schlagen ihm halt dann nicht auf den Magen. Danke. Wer setzt Stufenaufstieg Stomp, erreicht Stufe 18 in Geistig. Ja, wenn er das ständig macht. So, dann kriegt nämlich Jennis jetzt. Warte. Jennis Essenplan. Und Zuweisung. Nährungspläne, Pläne kann man auswählen, kriegt der bei rohes Essen nur vegetarisch, genau, er bekäme das, genau, so dürfte es doch wieder richtig sein. Ich muss mal noch diesen einen Plan löschen, der mich so nervt. Plan löschen, den hier, den ich versehentlich angelegt habe. So. So, die Beeren werden reingebracht. Jetzt wird gefüttert mit leckerem Essen. Wichtig ist ja eigentlich, dass, na gut, in den Trichtern liegen jetzt schon Sachen drin, die ihr bestimmt so nicht. Haben wir hier dann noch mehr Beeren? Medizin viel. Hier. Großhändler der Gruppe Rareos. Okay. Zum Ort springen. Perfekt. Mal gucken, was ihr jetzt habt. Ah, hier wird schön noch immer sortiert. Hier sage ich dann mal, Aussaat nicht mehr erlauben. Aussaat auch nicht mehr erlauben. Stomp sind die Händler, genau. Wieder mit demselben quatschen. Bitte. So. Was habt ihr jetzt schon wieder? Unsere Ziege ist schon wieder trächtig. Und unser Esel auch. Esel ist trächtig. Und Schokolade. Überlebensrationen. Beeren kommen von uns. Kraftstoff auch. Stoff habt ihr wieder. Ja, das sieht doch gut aus. Damit können wir diesen Raum endlich fertigstellen. Und neue Kleidung. So, was haben wir denn für euch? Wisst ihr was? Wir verkaufen jetzt alles, was angeschlagen ist. Was gut ist oder normal. T -t 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 -t.
Ja, wir können ja alles eh neu bauen. Ich würde diese Rüstungen nicht verkaufen. Seid ihr für Schwachsinn? Ach, oh, na, das Leder können wir eigentlich. Das bringt mir nichts, das zu verkaufen. Warte mal, was haben wir denn? Haben wir hier noch was? Ne, die Skulptur will ich ja behalten. Die kommt gleich in ein bestimmtes Zimmer von jemandem, der habgierig ist. Genau, hier ist auch noch normal. Schutzhose. Ich will ja eigentlich. Warte mal, was habt ihr denn noch? Was interessiert mich denn? Eigentlich könntet ihr meinen Truthahn haben, mit dem kann ich nichts anfangen. So, meine Ziegen. Ich weiß ja nicht, warum ich die habe, aber okay. Das ist auch auf jeden Fall sinnvoll. Alpakas will ich nicht. Nur die Schokolade könnte interessant sein. Kraftstoff, Neutramin, Bauteile. Das wäre noch interessant für mich. Ja. Und halt der Stoff. Aber dann machen wir mal. Normal. Exzellent, exzellent. Wir lassen alles, was exzellent ist. Oder gut. So. Gut, exzellent, exzellent, exzellent. Normal. Normal. Nein, immer noch nicht. Ich will euch meine Rüstung nicht verkaufen. Wobei ich sie verkaufen könnte. Dann wären meine Schulden. Die verkaufe ich ja schon. Ja, kommt. Bekommt er sie. Akzeptieren. Also. Warum Wühlmaus übrigens eine Holzplattenrüstung trägt, ist mir noch nicht so ganz geläufig gewesen. Echt? Na? Ah, fehlgeschlagen. Aber das mit den Bären funktioniert, das ist doch super. Haben wir die denn hier abgebaut? Ja. Entlaubungsschiff. Okay. Dann sag mal wo. Ein großen Teil so ist in die abgeschlossenen verlassen. Einfluss auf die Umgebung und wird alle Pflanzen in einem sich zuschneidenden Kreis um sich herum vernichten. Zerstören so schnell wie möglich. Vorsicht. Zum Ort springen. Das ist da unten. Okay, das würde dann bis hier hingehen. Okay. Ja gut. Mörder, ne? Wir sammeln erstmal ein. Chillt ihr hier in meinem Aufenthaltsraum? Na guck mal, jetzt habe ich genug Stoff. Jetzt kann ich das Action fertig bauen. Ach, ist das schön. Und danach kann ich wieder auch andere Sachen in die Wege leiten. Pennt alle mal schön. Warum trägst du eigentlich keine Plattenrüstung? Oh, die Frau hat sich wieder von ihrer Versammlung gemeldet. Na, irgendwas will sie mir zeigen. Ach nee, Gott, ist nicht meine Frau. Naja, war nur meine Schwester. Hannes Krawall, oh, jetzt zeigen wir weiter. Ja, okay. So.
So, da liegt das Ding. Die ziehen weiter. Ist hier eigentlich keine Tür da? Quest verfügbar. Maroder. Marodeurlager. Raus aus der Fraktion hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Ureinwohner in Lagerkarawane. Da gehören zu der Fraktion. Sammy hat uns gebeten, das Lager zu zerstören. Genau, es soll. Okay, nee, ein Neurotrainer, Fernkampf, Beute des Lagers, Schock, Gold. Nee. Wie wir gesagt haben. Nein, halt, warte mal. Hier kommen sollen. In den Trichter kommen keine Bären. Die Bären sind für eine bestimmte Person. Ah, warte mal. Trichter, Lager. Ach Quatsch, Einstellungen kopieren. Einstellungen einfügen. Einfügen. So, jetzt dürfte keines von denen, genau, Bären, Pfui. Hier wird fleißig gekocht. Aber weißt du was? Wir erlauben den Leuten jetzt wieder, wobei, wenn sie leckere, dann essen sie halt auch Bären. Und die sind momentan für jemand anderen. Na, auch red mit ihm. Da halt dich. Gib ihm Bären. Wie können wir noch dafür sorgen, dass es dir besser geht? Wie weit ist denn Mrs. Blöd mit ihrer Fähigkeit für Tiere? Okay, wie weit ist Anja? Ash? So, okay. Janice ist vollständig geheilt. Du trägst total kaputte Klamotten. Warte mal, wo war denn die Skulptur? Da. Kleine Skulptur. Die ist schlecht. Vision, okay. Die installieren wir aber. Und zwar kommt die dann auch in Mrs. Blöds Zimmer. Sie hat sie ja gebaut. Ah, schön. Endlich wird hier dieser Raum fertig. Kann ich nämlich jetzt auch sagen, Kopie bauen, dahin, abreißen. Ich sollte aber verbieten, dass die Esel hier durchgehen oder die Tiere mit der Trageflasche. Ah, also habe ich schon nicht zugelassen, okay. Eigentlich können wir sagen, die dürfen durch die Flure in das Lager. Okay. Gucken wir uns mal das hier an. Extrem eindrucksvoll, reich, sehr geräumig, ganz nett, leicht verschmutzt. Ja gut, das ist nicht schlimm. Wie sieht es mit dem Raum aus? Okay, pennen alle wieder. Ash, ja, gib ihm, ja, und? Ah. Ich kann ihm ja hier auch keine Kleidung reinlegen, oder? Was braucht er denn?
Inventar. Er hat eine kaputte. Er braucht ein Shirt. Sein Hut ist noch ganz gut. Also eine Hose und ein Shirt. Wir machen mal jetzt, wir testen mal was. So. Sagen. Zone. Lagerzone. Hier. Und da legen wir. Nee. Ich finde die Lagerzone. So, und die, hier legen wir. Alles löschen. Mit Ausnahme von Kleidung. Und zwar eine Hose. Dann machen wir hier auch eine Lagerzone. Warte. Zone. Lagerzone. Hier. Und sagen dir hier alles löschen, außer einer Jacke. Und sogar kritisch. Du auch kritisch. Und zu guter Letzt, als ob es das nicht schon wäre, machen wir das so und sagen dir hier eine Lagerzone und da bekommst du dann ein T-Shirt. So. Und auch dieses wird kritisch. Und dann arbeiten wir jetzt hier ran und sagen wichtig. Wäre ich sehr froh, wenn ihr diese Hose, exzellente Hose, dringend tragt. Haben wir noch ein Shirt oder eine Jacke? Nee, ne? Doch, hier, eine Jacke. Auch. Und was hatte ich noch gesagt? Hose, Stütz. Uns fehlt ein Shirt. Janis, du darfst dich umziehen. Zieh dich doch an, Junge. Bedürfnis. Was ist, wenn ich dir zwei Zimmer gebe? Mrs. Blöd ist Stufe 5 in Kunst. Wir haben jetzt ziemlich ungemütlich hier. Wir brauchen unbedingt etwas Weiches zum Sitzen. Neu installieren. Ob wir das noch schaffen, diesen Versuch Janis anzutrainieren oder anzuwerben, würde ich sagen, schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge an, ne? Bis dann. Ciao.